Nach einem gemütlichen und ruhigen Spielenachmittag in der Ravensburger Kinderwelt in Convestheim sieht das eher nicht aus. Irgendwie muss da wohl durchgesickert sein, dass sich unsere beiden VfB-Profis Sven Ulreich und Christian Gentner eben genau hier mit dem kleinen Diego verabredet haben. 3 Jahre ist es her, da haben Gente und Ulle den an Leukämie erkrankten Diego und seine Familie im Olga-Hospital kennengelernt. Nach einer Typisierungsaktion, die unsere VfB-Jungs unterstützt und an der sie auch teilgenommen haben, wurde für den kleinen Freund von Ulle und Gente zum Glück ein geeigneter Stammzellenspender gefunden. Mit dem Sven oder mit dem Gente, das ist einfach, der freut sich immer wieder, sie zwei zu sehen. Und mit Sven ist ja eine richtige schöne Freundschaft entstanden. Und er freut sich immer wieder, wenn er uns besucht oder wenn wir uns treffen. Es ist immer, ja, man erlebt sie so wie jetzt, wie zwei kleine Kinder. Apropos kleine Kinder, ganz so viele Kids sind an normalen Tagen natürlich nicht in der Ravensburger Kinderwelt unterwegs. Wenn Sie dort gerne mal vorbeischauen wollen, die Öffnungszeiten und alle weiteren Informationen können Sie natürlich auf der Homepage www.ravensburger-kinderwelt.de nachlesen. Mittendrin im Kindergetümmel hat Capitano Gente ein wenig den Anschluss verloren. Zunächst geht es für das Spieletrio nämlich rauf ins zweite OG, quasi unters Dach in die Puzzlegalerie. Wer hätte das vor 3 Jahren schon für möglich gehalten, dass Ulle und Gente ihren kleinen, großen Freund zu einem so tollen Spieleabenteuer begleiten dürfen? Ja, wir können natürlich von viel Glück auch sprechen, aber vor allem auch, glaube ich, von der ganzen Kraft, die Diego selber ausstrahlt und die er von seiner Familie und allen die ganze Zeit bekommen hat. Ja, es hat sich wirklich ausgezahlt und das ist super, wirklich jetzt zu sehen, wie lebensfroh er eben ist und das oder beziehungsweise immer war und das jetzt einfach so sich entwickelt hat. Das ist wirklich toll. So, meine Herren, nun geht's aber los mit der Puzzelei. Mit der Unterstützung von Mama Maria wird es nun ernst am großen VfB-Mannschaftsbild-Puzzle für Capitano Gente und Keeper Ulle. Schließlich fehlen doch noch so einige Teile. Na denn nichts wie ran ans Werk. Die Spiele in der Kinderwelt in Convestheim mögen beginnen. Es wird sofort gepuzzelt, was die Finger hergeben. Für Ulle sind solche Spiele-Sessions mit Diego aber eigentlich nichts Außergewöhnliches. Unser VfB-Torwart zockt des Öfteren mal gemeinsam mit seinem kleinen Kumpel. Gepuzzelt wird allerdings weniger. Diego und ich sehen uns viel privat oft. Wir sind oft bei ihm eingeladen dann auch, wenn wir dann Xbox spielen. Natürlich ist so ein Termin heute sehr schön, wenn man dann sieht, wie das vor 3 Jahren war, wo er noch nicht so gesund ist. Und jetzt sind wir hier im Spieleland, das hätten wir uns vor 3 Jahren nicht gedacht. Und deswegen ist es schön, so einen Termin zu haben mit Diego heute. Und auch Ravo, das Maskottchen der Kinderwelt, freut sich über den VfB-Besuch plus Diego. Schließlich sind die drei Herren mit Feuer, Eifer dabei und tragen ihren Teil dazu bei, dass das VfB-Mannschaftsfoto bzw. die VfB-Spieler bald in kompletter Schönheit erstrahlen. VfB-Capitano Gente zieht deshalb natürlich auch ein positives Puzzle-Fazit, bevor der Spaß dann eine Etage drunter weitergeht. Ja, das Puzzeln war nicht ganz einfach, aber ich glaube, wir haben uns gar nicht so schlecht geschlagen. Jetzt sind wir hier in der Kreativabteilung, deshalb, ich glaube, da bin ich am Mikrofon wesentlich stärker. Also wir können das Interview gerne noch eine Weile ziehen, weil so die Kreativität, dann sich ein Spiel auszudenken, ich glaube, da bin ich nicht mit allzu viel Talent gesegnet. Die Kreativabteilung heißt in der Ravensburger Kinderwelt übrigens Spielewerkstatt. Und genau dorthin kämpft sich unser VfB-Tross anschließend durch. Hier heißt es wirklich, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Wie es der Name ja schon andeutet und wie unser Kapitän ja bereits verraten hat, geht es nun darum, sich sein eigenes Spiel auszudenken und auch malender bzw. bastelnderweise umzusetzen. Eine Art Fang den Hut im VfB-Look, das wünscht sich Diego. Oje, ob das was wird. Besonders unsere Nummer 1, Ulle, hat damit so seine Probleme. Das Spiel, wo Diego basteln wollte, das kenne ich gar nicht. Fang den Hut, also deswegen komplettes Neuland für mich. Zu Hause mache ich schon Spiele, aber nicht Kinderspiele. Also deswegen komplettes Neuland für mich.
Na, dafür beweist Ulle dann aber zumindest im malerischen Bereich ein gutes Händchen. Künstlerisch wertvoll, dieses Prädikat verdienen sie sich mindestens. Ulle und Gente genauso, wie natürlich auch Diego und seine Mama Laura. Für ihre eigens entworfenen Figuren vom VfB Fang den Hut Spezialspiel. Es ist ein lustiges Quartett. Nein, es sind ja sogar zwei Quartette. Schließlich harmonieren die kleinen Spielfiguren mindestens ebenso wie die vier großen bzw. die drei großen Spielebastler und der eine kleine Strahlemann. Ja, ich glaube, es ist einfach schön zu sehen, wie Diego sich entwickelt hat. Die letzten drei Jahre, wo ich das so verfolgt habe, wo er die ersten Schritte gemacht hat, wo er in den Kindergarten gekommen ist wieder und wieder Fußball spielen durfte, das ist schon schön zu sehen, dass er jetzt so aufblüht. Wo wir das erste Mal gesehen haben, war es natürlich sehr bitter und konnte sich kaum bewegen und jetzt springt er rum und ist fleißig am Spielen und es freut uns einfach, dass es so gut geklappt hat. Gut geklappt hat es dann übrigens auch mit dem selbst gebastelten Fang-den-Hut-Exemplar. Eine etwas andere Art dieses Spiels mit bzw. in sogenannten Funcars testen Ulle, Diego und natürlich auch Gente anschließend in der ersten Etage des Spieleparadies. Es hat ein bisschen was von Boxautofahren. Diego und seinen beiden VfB-Kumpels jedenfalls scheint es zu gefallen. Die Fahrt mit den Funcars ist quasi der krönende Abschluss auf einen tollen Spielenachmittag in der Ravensburger Kinderwelt in Kornwestheim, in der nicht nur die kleinen, sondern auch die etwas größeren Kids voll auf ihre Kosten kommen. Volle Fahrt voraus! Das Schönste an diesem Nachmittag ist aber natürlich zu sehen, wie gut es dem kleinen Diego inzwischen geht und das nicht nur inmitten seiner VfB-Freunde. Wir drücken dem kleinen, starken Strahlemann jedenfalls natürlich die Daumen, dass das auch noch ganz, ganz lange so bleiben wird. Momentan sieht es weiterhin super aus, also die Werte sind sehr stabil, sehr gut und so soll es auch bleiben.